绿脊山是位于阿尔卑斯山最前面，屹立在美丽的卢塞恩湖边的，素有山峦黄河的美誉，是瑞士最著名的山峰和欧洲最受欢迎的旅游景点之一。Mountain Ridge is located at the forefront of a mountain Alps and by the beautiful Lucerne Lake, and it has the fame of the Queen of Mountains.Wir haben ein Projekt, das heisst Sister Mountain Projekt, Mount Rigi und Mount Emei in China, wo wir seit 2009 eine enge Partnerschaft pflegen mit unseren chinesischen Freunden vom Mount Emei. For famous Buddhist mountains in China, the world cultural and natural heritage and the national famous tourist destination. 早在2009年，峨眉山和瑞吉山就结成了友好的姐妹山。In 2009, Mountain Ridge and Mountain Emei became the sister mountains. 2013年，两个山又去复拍团队造访，而且签订了双方合作的计划协议。In 2013, the two mountains sent a delegation and decided on the further cooperation exchange and for the exchange of stones.在协议当中，双方约定，双方附赠一个自己山峰的山，代表友谊，万古长青。So each mountain decided to send the other a stone of the mountain to shield friendship. 我们是mehrere Tage im ganzen Rigi-Gebiet sind wir unterwegs gewesen, auf der Suche nach einem perfekten Stein, den wir auf China schicken können. Wir haben sogar eine Sprengung vorgenommen. Achtung, Schuss!Bei der Berner Höhe auf Seitenart Goldau haben wir einen ganz schönen Nagelflussstein angetroffen, den wir jetzt zum Steinmetz gebracht haben, zur weiteren Verarbeitung. Jolli Dulli, 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 Jolli wo wir zuschneiden, auf das Gewicht von etwa 3 Tonnen, und wir schleifen die Fläche, schleifen, damit man die Innenseite von der Geologie sieht, von dem Stein. Mich würde noch interessieren, wie schwer dass das Ganze ist, können wir das mal ungefähr rechnen? Ungefähr rechnen, ja. Die Länge von Stein ist 2 Meter 75. Dicke von Stein ist 42. Dicke ist 42 cm. 2,5 Tonnen. Ja. Circa 2,5 Tonnen. Der nächste Schritt ist, wir noch kleine Reparaturen machen. Also Unstetigkeiten ausfüllen, nachher wird er imprägniert, damit der Stein wasserabweisend ist, damit die Lebensdauer länger ist. Und dann wird die Basis noch gesagt, jetzt dann, damit wir gerade den Boden haben und das Fundament können stellen dann auf dem Mamejan. Und dann ist der Stein jetzt dann parat für den Versand via Seeweg, via Shanghai, dann den Yangtze River darauf mit dem Schiff und bis Chongqing und von dort wieder mit dem Lastwagen dann auf die Römeishan transportiert und aufgestellt und parat gemacht. Super. Tipptopp. Können wir brauchen. Wir sehen jetzt die Römeishan der Chongqing-Dauland-Tour. Römeishan ist vor allem drei Teile. Eines ist die Dishan-Tür, die für alle Kaihui, Meishi, Yuyo, Xiuqian, Hauwenquan.然后中山区主要是适于大家居住，有很多像青衣平湖侯区，很多是供大家游玩。然后高山区是给一些忠实的信徒和一些信众，然后进行高山区进行朝拜，有专门的朝拜大道。然后走上去呢，就可以看到十方普贤菩萨
是峨眉山是普贤菩萨的道场，所以峨眉山也是因普贤菩萨的道场而出名。现在我们就是到了清音阁，然后现在呢我们要伴随着这条步行道一直走到猴区，去了解一下峨眉山上的生态猴子。好，看完全山游览图，大家跟我一起去猴区看猴子。石头就是从这里取出来的。Unser Stein ist bereit für einen Abtransport, sollte Ende August in China eintreffen. Und zähnlichst erwarten wir natürlich den Stein aus China, dass wir den 2015 auf der Rigi feierlich einweihen können. Sehr emotional für mich ist auch die geologische Geschichte von diesen zwei Bergen. Also wenn man denkt, Rigi ist gut 25 Millionen Jahre alt und ist ein Konglomerat von verschiedenen Gesteinsformationen. Und andererseits das Gestein, die geologische Formation vom Mount Emei in China, wo über 200 Millionen Jahre alt ist, wo entstanden ist aus Eruptionen, also Vulkanausbrüchen, wo damals der Kontinent entstanden ist und letztendlich in der Form von dem heutigen Basaltstein vorliegt. Das gestrige Meeting in Aimai City mit den Touristikverantwortlichen von der Region Sichuan hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit, die begonnene Freundschaft, die begonnene Partnerschaft ein sehr wichtiger Eckpunkt ist für die Region hier. Das ist jetzt der Platz, wo unser Nagelfluhfelsen vor Millionen von Jahren entstanden im Rigi-Gebiet nach über 8000 Kilometer Distanz auf seiner Reise das unverbrüchliche Zeichen soll sein, von dieser Freundschaft und dieser Beziehung zwischen dem Heiligen Berg, dem Mount Emei, und unserer Königin der Berge, der Rigi. Das ist der Platz. Das ist jetzt der Stein, der hierher kam, in die Schweiz. Er war zwei Monate lang auf See zwischen Shanghai
und Basel. Da tun wir ihn jetzt in Goldau vorbereiten für den Platz, den er bekommt, auf der Rigi oben. Und in der Rigi oben werden wir ihn zusammen mit der Delegation aus China feierlich einreichen und ihm den Platz übergeben auf der Rigi, wo er China wird repräsentieren wird, unsere Verbindung zwischen den zwei Bergen, die Partnerschaft symbolisch darstellen. This first Sichuan International Travel Expo has been supported by people from the country and abroad and has been well received by all around the world. And now we have the stone from Mountain Ridge. We're very, very happy about it. Today, the stone from Ridge finally come to Mountain Erme and to be settled here, which is a new chapter of the partnership and friendship between the two parties. 我们兑现了承诺，双方互赠石头。进一步，我们要兑现双方互相互、加强友谊、加强旅游合作的协议。 So now we have fulfilled the promise of sending the stones, and we will further carry out more cooperation and exchange. 我们想以此为契机，加强双方的合作，使双方的游客得到更好的服务。 We will take this opportunity to strengthen our cooperation and exchange and to provide a better quality and a better service to our tourists. Dear Mayor Zhang Dong, dear Vice President of Secretary Leshan Louis Jiaming, Ni Hao, or in our language, Rizu. 尊敬的张同事长罗家明书记，您好。 Hier auf Rigi Kulm, auf dem höchsten Punkt der Rigi, auf 1800 Meter. Und freue mich außerordentlich, dass ich jetzt auf dieser Windrose stehen darf, die wir gebaut haben in den letzten Tagen. Es ist noch nicht ganz fertig, weil das wichtigste Element fehlt natürlich noch, der Stein, der hierher kommt.
2014 im September, wo wir einen Rigi-Nagelfluh, 3 Tonnen schweren Felsbrocken auf China gebracht haben und den vom Mount Hermey installiert haben. Und jetzt machen wir das Pendant in der Schweiz auf Rigi-Kulm, wo wir den 8 Tonnen schwere Basaltstein, der von China hergekommen ist vor einigen Wochen, der immer noch geheim deponiert ist und im letzten Moment dann am 31. Juli früh daherkommt und dann hier da in einer schönen Zeremonie zusammen mit unseren chinesischen Freunden eingeweicht wird. Und viele Gäste hoffen wir natürlich, die dann hier da rundherum werden stehen und werden applaudieren, wenn wir den Stein dann hier da enthüllen. Ja. Eine große Freude an der Erweihungszeremonie des Ermesteins auf der Rigi teilzunehmen und wieder eine Chance wahrzunehmen, ein wunderschönes Panorama über den Vierwartstädter See um die Alpen auf der Königin der Berge genießen zu können. Super, hier ist unser Stein. Nagelfluh angekommen, von der Rigi auf dem Hermey. Nach ein paar Monaten vom Transport an seinen endgültigen Standort, fix platziert worden. Perfekter Ort, hier kommen ganz viele Leute täglich vorbei. Und das Schöne ist auch, dass der Stein praktisch zum gleichen Zeitpunkt wie der Hermey-Stein auf der Rigi platziert worden und feierlich eingeweiht worden, haben sie unseren Nagelfluh-Stein hier hergestellt. Wir stehen jetzt hier auf der Rigi beim schönste Wetter, ein wunderbares Nebelmeer vor dem China-Stein. Und ich habe riesig Freude, jetzt, dass ich jetzt, hier, 3 Monate später, hier stehen kann und zuschauen kann, wie die Touristen aus der Schweiz, aus Europa und aus China vor allem natürlich jetzt den Stein bewundern und sich fragen, ja, was soll denn da, woher kommt der Stein? We like it very much. Thank you so much. Yeah.